Entzünde dich. Danke, es wird heiß. Servus Leute und Hallöchen und willkommen zu meinem allerersten Wochenabschluss im Monat Dezember. Ich würde mal sagen, wir fangen auch gleich damit an, dass wir das Ganze hier, beziehungsweise nein, hierum geht es noch nicht, aber hierum, dass wir das einmal gemeinsam jetzt ganz kurz ausfüllen werden. Und zwar, ich kenne leider keinen Zauberspruch, aber fertig. Ich wünschte, es würde immer so schnell gehen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die allererste Woche an. Und zwar allgemein. Wir sind ja wieder beim Rewe gewesen und haben da Lebensmittel eingekauft. Apropos, das muss ich ja dann auch noch abändern bzw. reinschreiben. Hier einmal die Lebensmittel mit dem Budget von 400 Euro. Dann hatte ich hier die Kategorie Sonstiges, glaube ich, gehabt. Dann der Fernlehrgang ist jetzt übrigens abgebucht worden. Das waren 267,86 Euro übrigens. Hier hatten wir dann einmal Amazon. Wobei ich das, wie gesagt, ab nächstem Jahr etwas mehr und besser strukturieren möchte. Hier ist eigentlich dann die Bildung. Dann kommt hier drüben auswärts essen. Und ich werde hier unten dann Kleidung noch mit dazu schreiben. Denn ich habe jetzt bei Bonprix etwas bestellt für mich. Eigentlich, es ist auch für mich was dabei. Ich wollte ursprünglich 5 neue Oberteile, also auch ja, wie soll man das sagen, so Pulli-Kleider, kann man das so nennen? Ich denke mal schon. Also einfach etwas wärmere Kleider jetzt für den Winter. Und dann habe ich noch eine Jacke gesehen. Ich habe zwar für die Große eine Jacke gekauft, aber wir wollten jetzt dann doch nochmal eine etwas kürzere, also keinen Mantel haben. Einfach, dass wenn sie draußen ist, dass sie ja rumtollen kann. Und da es trotzdem noch schön warm hat. Hier werden wir das ja wieder gemeinsam durchgehen, wann was genau abgebucht wird. Und da gucke ich jetzt auch gleich schon mal auf mein Konto nach, ob eventuell schon was abgebucht worden ist. Die Zeit vergeht ja aktuell wirklich so immens schnell. Und apropos, die Zeit vergeht schnell. Es ist ja der 2. Advent schon, wenn ihr das Video hier seht. Und bei Instagram mache ich übrigens ein kleines Gewinnspiel in der Story. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und ja, übrigens, falls ihr das gesehen habt, das hat meine Tochter gebastelt. Ich fand die so goldig, dass ich die unbedingt dabei haben musste. Und sie hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Unter anderem hier diese Sterne. Und dann noch diese Sternschnuppen. Und die sind richtig, richtig süß. Sie hat sich da eben ja Gedanken drüber gemacht und hat gesagt, sie möchte selber ein bisschen Weihnachtsdeko basteln. Habe ich gesagt, okay, warum denn nicht? Und dann hat sie das so an der Schnur einfach aufgehängt und das ja, dekoriert jetzt halt schön das ganze Haus hier. Finde ich richtig goldig. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Der 1.12., da ist wieder so viel abgegangen. So, hier. Ah ja, also die erste Versicherung ist direkt am 1.12. abgebucht worden. Die erste Investition ist auch am 1.12. abgebucht worden. Dann hatte ich noch was bei Amazon bestellt gehabt. Das ist auch am 1.12. abgebucht worden. Ich weiß gerade nicht mehr, was es genau war. Aber ich notiere es mal. Beziehungsweise, ich müsste eigentlich in meinem Amazon-Account mal kurz reingucken, was das denn überhaupt gewesen ist. Es war jetzt nicht allzu teuer. Wo ist es denn? 9,94 Euro. Also Amazon am 1.12. privat 9,94 Euro. 90. Ich habe mir jetzt kein Budget gesetzt, denn wie gesagt, ich möchte das alles ja ab dem Januar, also ab dem 1.1. komplett neu überarbeiten. Dann bin ich einmal tanken gewesen, aber das habe ich einfach nur von meinem Geld gezahlt gehabt, weil ich einfach durch Zufall gemerkt habe, oh verdammt, es wird leer. Also habe ich getankt und am nächsten Tag war es einfach mal 5 Cent günstiger. Ja, wir reden nicht mehr darüber. Das habe ich dann von meinem Mann auch wieder zurück überwiesen bekommen. Er sagt, er fährt mit dem Auto, er will das zahlen. Okay,
alles gut. Mehr sagen wir dazu einfach nicht. Auswärtsessen ist abgebucht worden und zwar am 3.12. Das hatten wir am 1.12. glaube ich aber bestellt gehabt. Ja. Wie gesagt, wir reden nicht mehr darüber. Ab nächstem Jahr wird sich das wirklich strikt ändern. Ich mag einfach nicht mehr. Es regt mich so dermaßen auf, wie viel Geld wir bei Sushi einfach ausgeben. Mehr ist nicht abgebucht worden. Jetzt kommen wir zu den Lebensmitteln. Da gibt es dann auch bald eine Änderung, denn ich möchte da Vivid mehr mit einbeziehen. Denn ich habe da wirklich so super gespart diesmal. Und ja, da werde ich jetzt dann wahrscheinlich ab Januar auch sehr viel drauf überweisen, dass da einfach so ein Dauerauftrag ist mit 200 Euro, dass wir 200 Euro einfach auf der Karte haben und 200 Euro dann hier drin. Ich brauche gar nicht nach dem Kassenzettel gucken, das ist ja alles mittlerweile mit einem E-Bong. Im Übrigen habe ich bei dem Rewe-Einkauf wirklich sehr, sehr viel gespart. Und zwar einmal 5 Euro so, da war nämlich eine Aktion bei Payback drin. Und dann hieß es, wenn man den Einkauf heute abholt, das war gestern am Freitag. Normalerweise holen wir den Einkauf ja immer am Samstag ab. Und da haben wir gesagt, komm, machen wir am Freitag. Ich debberle, hab's vergessen zu scannen. Also ist mein Mann auf jeden Fall nochmal reinmarschiert und hat dann nochmal gesagt, hey, hier muss noch etwas geändert werden. Und dann haben wir über Payback nochmal 1,61 Euro gespart plus die 5 Euro. Machen dann gesamt 6,61 Euro. Das heißt, wir haben 6,61 Euro weniger ausgegeben für den Einkauf. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz auf den Bon. Der war hier gerade. Da ist der Bon. Und zwar, eigentlich hätte es uns 51,38 Euro gekostet. Wir haben aber dank dem Rabatt von 5 Euro nur 46 Euro und 38 gezahlt. Wie gesagt, mein Mann ist dann einfach nochmal schnell reingegangen, hat gesagt, hey, da hat jemand ganz vergessen, das Ding zu scannen. Er hat mich innen drin noch dran erinnert. Wir sind gemeinsam reingegangen. Dann hat er mich innen drin noch dran erinnert. Ich so, nee, es muss nichts gescannt werden. Weil ich dann noch ein paar andere Aktionen mit Payback gesehen hatte. Und ich so, nein, es muss nichts gescannt werden extra, weil Payback ist ja hinterlegt. Ja, wir haben da irgendwie beide aneinander vorbeigeredet. Aber naja, auf jeden Fall ist der Einkauf wirklich sehr günstig gewesen. Wir müssen heute jedoch nochmal einkaufen gehen. Aber das läuft dann, wie gesagt, über Vivid. Ich werde jetzt das erstmal so hier noch mit dem machen. Und ab Januar, wie gesagt, ich glaube, zählt mal nach, wie oft ich das jetzt erwähnt habe mit ab Januar. Und schreibt es mal unten in die Kommentare. Ab da werde ich das, wie gesagt, komplett ändern und das Ganze etwas detaillierter machen. Dann ziehe ich das Ganze mal ab. 400 minus 46,38 Euro müssten insgesamt noch drin sein 353,62 Euro. So, schauen wir doch gleich mal nach, ob das alles seine Richtigkeit hat. $100, $200, $350, $52, $53, $20, $40, $60 und $62. Das stimmt auf jeden Fall. Das, was wir über Vivid dann machen und hierüber nicht machen, bleibt ja dann hier übrig. Und am Ende zeige ich euch natürlich dann auch, wie viel wir dann insgesamt tatsächlich für Lebensmittel ausgegeben haben. Wir haben beim Lidl nämlich auch noch ein paar andere Sachen gekauft, denn da waren ein paar schöne Holzspielsachen für den Kleinen und das wollte ich dann unbedingt haben. Jetzt muss ich aber endlich mal meinen Kaffee trinken. Der sieht übrigens total süß aus, mein Kaffee. Schaut euch den mal an. Der ist richtig... Richtig goldig, ich habe den noch gar nicht umgerührt, denn ja, unsere geliebte Jura-Maschine, die macht keinen Schaum mehr. Die ist anscheinend innen drin auch total verkalkt und macht aktuell keinen Schaum und die haben jetzt zur Reparatur gegeben. Und ja, man merkt, dass es nicht aus einer Jura-Maschine ist, obwohl es die gleichen Bohnen sind. Man schmeckt es einfach. Und es kann sein, dass es halt bis nach Weihnachten dauert, bis die repariert ist. Ja, und meine Mom braucht Kaffee. Und ich habe schon gesagt, oh verdammt, wenn jetzt die andere Maschine, weil die wollte eigentlich auch nicht, da wollte das Milchsystem irgendwie nicht so. Das ist eine, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ist es eine DeLonghi?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man das so ein Milchsystem, das klackt man da einfach dran und das wollte irgendwie nicht. Dann habe ich 2, 3 Kaffee rausgelassen, da ging es komischerweise. Und ich dachte mir schon, oh oh, wenn der Hausdrache keinen Kaffee bekommt, ups, das wird eine bescheidene Weihnachtszeit. Aber naja, ich wollte euch auch noch etwas zeigen. Und zwar, ich habe es im letzten Video oder im vorletzten, habe ich es auf jeden Fall schon mal erwähnt gehabt. Ich habe jetzt hier ein Zettelchen. Das wollte ich jetzt eh mal nachzählen, ob das auch wirklich so stimmt. Denn ich möchte jetzt für jede Ladung Wäsche, die ich mache, möchte ich 1 Euro in eine Spardose tun. Manchmal, wie zum Beispiel hier, hatte ich keinen Euro parat, da habe ich dann einfach 90 Cent reingetan. Ein T-Shirt ist normalerweise 1 Euro und da habe ich einfach die 90 Cent mit reingeschrieben. Und ich glaube, meine Tochter hat letztens auch 10 Cent noch mit reingeschmissen. Auf jeden Fall habe ich dann hier mir diese Spardose gemacht. Da kommt jetzt einfach oben das Geld rein. Und hier habe ich Geldwäsche drauf geplottet. Nicht, dass sich wieder jemand beschwert, weil ich plottet gesagt habe. drauf geplottet. Und das steht dann über unserer Waschmaschine, also auf unserer Waschmaschine oben drauf. Und da kommt dann jedes Mal eben das Geld rein, wenn ich dann eine Ladung Wäsche gewaschen habe. Und das Geld möchte ich dann vor allem eben für die Waschmaschine nutzen. Also falls die Waschmaschine mal kaputt gehen sollte, habe ich da ein bisschen was zumindest angespart. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist, ne? Deswegen müssten jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Euro 90 drin sein. Und ich glaube, das ist auch so. Sogar ein bisschen mehr, weil meine Tochter da was reingeschmissen hat und nicht aufgeschrieben hat. 2, 4, 5, 6, 7,10 Euro. Ja, ich habe ein bisschen mehr reingeschmissen, hat es nicht aufgeschrieben, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Lieber ist zu viel drin und hier steht es nicht drauf als umgekehrt. Das ist natürlich auch nicht so toll. Und was sich jetzt auch geändert hat, beziehungsweise was ich jetzt auch neu gemacht habe, denn ich bin ja immer durcheinander gekommen mit meinen Heftchen und ich habe die jetzt halt einmal beschriftet. Ja, einfach so mit Gold finde ich ehrlich gesagt am edelsten und passt am besten auch dazu. Es ist sehr dezent und sehr schlicht, aber ich weiß einfach jetzt immer, ja, was da genau drin ist. Da sind meine ganzen Spar-Challenges. Hier sind die Sinking Fund 1, hier sind die Sinking Fund 2 drin und das hier ist der allgemeine. Ja, so habe ich das Ganze jetzt halt einmal aufgeteilt und ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Daumen, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und ein kostenloses Abo. Hilft mir natürlich auch im Algorithmus, von dem her, ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt und schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr denn das Setup hier findet, ob es euch gefällt und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.